Juhu, spitz mal die Ohren. Du hast eine SMS bekommen. Wie cool. Schnuffelinchen klopft an, wenn du einen Anruf bekommst. Hol dir diesen Videoklingelton mit Klopf an 5x3. Juhu, aufwachen. Matscheibe fängt an. Juhu, aufwachen. Matscheibe fängt an. Juhu, aufwachen. Matscheibe fängt an. Oh, Scheiße. Trotz wachsender Konkurrenz durch die Verbreitung von Smartphones und wirtschaftlicher Einbußen durch Flatrates, SMS sind beliebt. Jeder Deutsche versendet noch immer rund 2 pro Tag. Also ich schreibe am Tag bestimmt so 20 SMS. 50 ungefähr? Ich denke um die 100 am Tag. 150? Und damit es schnell geht, ja nicht in ganzen Sätzen schreiben. NP no problem oder LG liebe Grüße. Klingt einfach, geht aber auch komplizierter. Wie du Mihai, willst du mich heiraten für die Älteren. Vor der Trennung, Mumi die Reh muss mit dir reden. Danach, Lamavi, lach mal wieder. Fürs Wütendsein, Ikea, ich krieg einen Anfall. Und für das Gespräch mit dem Kumpel, Hadu Luawai Bi, hast du Lust auf ein Bier? Ja, so lustig kommunizieren sie, unsere kleinen Stammelschwänzchen, die Rechtschreibung für einen Brief ihres Pflichtverteidigers halten, bei Interpunktion auf den Arzt mit der Nadel warten und Orthographie verweigern, weil sie weder Otto heißen noch adlig sind. Und dennoch werden sie eines Tages unser Land regieren. Vor allem aber können sie viele tolle Abkürzungen simsen, wie zum Beispiel alltäglichen Schulhof-Smalltalk, Ifi Daimu, deine Mutter, oder die Antwort, da tu mi leid, du O, das tut mir leid, du Opfer. Aber auch komplexere Themen können besprochen werden, wie Iha si di fo di, ich hab Syphilis, ist die von dir? Oder Iha kai ha, ich hab kein Handy. Und wenn es schnell gehen muss, auch mal so muschluma Mikola. Sorry, muss Schluss machen, mir kommt ein Laster entgegen. Cool. Igligiko. Ich glaube, ich gehe kotzen. Was ist der Sinn des Lebens? Warum haben auch Männer Brustwarzen? SMS-Guru. Wir beantworten jede Frage. Was macht mein Lieblingsstar gerade? Stimmt's? Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Greife jetzt zu deinem Handy und stelle deine Frage an 37.000. Jawohl! Lass dir für knapp 2 Euro pro SMS beantworten, was du umsonst googeln könntest. Kann man vom Simsen schwanger werden? Kommt man nur mit langem Pimmel später wirklich in den Himmel? Und natürlich, warum werde ich durch diese Nummer immer schlauer, aber meine Eltern immer ärmer? Dein SMS-Guru antwortet dir gern, wenn er beim vielen Geldzählen gerade mal eine Hand frei hat. Huawei Ascend P1. Clever sah nie besser aus. Okay. Was genau will uns diese Werbung eigentlich sagen? Wenn ein alter Grieche und ein bleicher Wallach in der Salzwüste versehentlich zusammenrennen, wird daraus ein Smartphone geboren? Chinesische Handys haben die Klugheit eines blöden Schimmels und die Schönheit eines ollen Zausels in Jesuslatschen. Oder auch wenn du dich als Philosoph für besonders schlau hältst, mit Karacho voll in ein Pferd reinlaufen, ist nicht wirklich clever. Das gibt eine Atomexplosion. Also, was auch immer, ich hab's jedenfalls nicht verstanden. Aber es ist mir auch scheißegal. Na, Wochenende vorbei und wieder nicht getraut, jemanden anzusprechen? Dann versuch's doch mal hier. Im RTL-SMS-Chat treffen sich täglich viele nette Leute. Einfach im Teletext ab Seite 670 nachsehen, wer für dich in Frage kommt. Das geht übrigens ganz leicht mit jedem Handy. Probier's doch gleich mal aus. RTL-SMS-Chat. Wir bringen euch zusammen. Sind sie kontaktgestört, nicht übermäßig attraktiv, verhaltensauffällig und trotzdem noch Single? Dann melden sie sich doch bei Schwiegertochter gesucht. Und wenn sie selbst dort abgelehnt werden, bleibt ihnen immer noch der RTL-SMS-Chat.
Simsen über Teletext. Zwei Epochen treffen aufeinander. Finden Sie Ihre wahre Liebe mit höchstens 160 Zeichen. Aber wer braucht schon so viel? Ich, du, Ficky Ficky sind nur 18. Mit Leerzeichen. Es folgt eine Werbesendung aus dem Hause Tele 2. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei mir im Studio. Sie kennen das sicher auch, man ist zu Hause, es regnet, man verbringt viel Zeit in der Wohnung und kann so Freunde, Bekannte und die Familie kaum treffen. Das kann schon sehr stören, oder nicht? Und dann, wenn man mal jemanden anrufen möchte, hat man immer diesen unangenehmen Gedanken an die Telefonrechnung. Der Kontakt zu meinem Enkel ist mir sehr wichtig. Doch meistens erreiche ich ihn nur über sein Handy, wenn da nur nicht die hohen Telefonrechnungen wären. Doch dank Tele 2 muss ich mir darüber jetzt keine Sorgen mehr machen. Der Wechselservice von Tele 2 hat super funktioniert. So einen Kundendienst und eine so reibungslose Abwicklung habe ich noch nie erlebt. Mein Name ist Heinzi Schmolke und ich bin seit vielen Jahren alleinstehend. Schon immer. Gerade wenn es draußen regnet oder die Sonne scheint, wünsche ich mir eine weibliche Partnerin mit Humor und auch obenrum. Notfalls auch nur am Telefon. Aber der Gedanke an die hohe Telefonrechnung stand unserem Glück leider bisher immer im Wege. Schade. Damit ist endlich Schluss. Aber bevor ich zu viel verrate, begrüßen wir bei mir im Studio Carsten Ruhland. Ja, liebe Anna-Maria, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Telefonie und wie man von zu Hause aus günstig und vor allen Dingen ohne Sorgen mit Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben kann. Gerade wenn man älter ist oder wenn es draußen kalt ist, verbringt man eben nun mal eine lange Zeit zu Hause. Und sind die Kinder einmal aus dem Haus, der Mann vielleicht noch im Berufsleben oder die Frau, dann kann man schnell alleine zu Hause sitzen. Da hast du recht. Und was liegt nicht näher, als einfach mal die Tochter, den Sohn oder einfach einen guten Freund anzurufen? Wären da nicht die hohen Kosten, die das oft mit sich bringt? Das wird ja für alle nicht leichter heutzutage und da schaut man auf jeden Euro. Du sagst es, Anna-Maria. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahrzehnten mit dieser neuen Erfindung Telefon und habe jetzt in einer alten Zeitschrift gelesen, dass es sogenannte Flatrates gibt. Und da dachte sich Tele 2, die verkaufen wir einfach teuer weiter. Ein toller Service, Carsten. Es wird ja für alle nicht leichter heutzutage, noch Dumme zu finden, die man professionell über den Tisch ziehen kann. Du sagst es, Anja Martina. Aber durch dieses Komfortangebot können Sie jetzt endlich bei jedem Wetter telefonieren. Sogar, wenn es draußen kalt ist. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, Kirsten. Gerade wenn man älter und schlechter Laune ist, die Kinder noch im Knast und der Partner im Puff oder bei einer Jüngeren, dann möchte man gern jemanden anrufen, um in aller Ruhe darüber zu jammern, wie beschissen doch das Leben ist und wie schön früher alles war, wenn da nicht die hohen Kosten wären. Richtig abgelesen, Fanta Martini. Oder stellen Sie sich vor, Sie wohnen allein, fallen die Treppe herunter oder legen Feuer im Schlafzimmer durch einen Kurzschluss im Heizkissen, trauen sich dann aber nicht, den Arzt oder die Feuerwehr zu rufen, aus Angst vor den hohen Telefonkosten oder weil es draußen regnet. Das wäre ja schrecklich. Aber damit ist jetzt endlich Schluss. Denn dank Telebums wird durch einen zusätzlichen Telefonvermittler theoretisch alles billiger. Auch wenn keiner weiß, wie das gehen soll. Das macht gar nichts, Santa Maria. Ich leide schon seit vielen Jahren unter den Symptomen der Telefonitis. Und gerade wenn es draußen kalt wird und die Heizung aus dem Haus ist, friert mir die Murmel ein und das Denken fällt mir besonders schwer. Aber jetzt kann ich einfach meine Heizung anrufen und mit den warmen Hörer ans Ohr halten, bis zur Hirnschmelze, ohne Zusatzkosten. Carsten, was Sie alles Gutes für die Menschheit tun, ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte gern Telefonsex mit Ihnen. Ach, nein, nicht bei diesem Wetter. Das ist zu teuer.